Lady Beatrice, ich würde ja sagen, dass das eine nette Überraschung ist, aber hast du den Oberbefehlshaber nicht letzte Woche zu überreden versucht, mich zu verbrennen? Geht in die Bergfeste zurück, meine Freunde. Eure Arbeit ist hier getan. Was dich angeht, Werther, beruhige dich. Warum sollten wir über vergangene Streitigkeiten reden? Ich möchte dir eine weitere Chance geben, dir meinen Respekt und meine Freundschaft zu verdienen. Und etwas noch Intimeres. Nee, danke, ich bin vergeben. Ich habe dir bereits gesagt, dass mich das nicht interessiert. Es gibt da schon jemanden. Ah, das habe ich schon öfters gehört, aber jedes Mal endet es auf die gleiche Weise. Alle Männer sind gleich. Aber wie du willst, ich kann... Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Ich kann dich auch anders entlohnen. Ich werde deine kostbaren Flüchtlinge aus der Gefangenschaft befreien. Der Oberbefehlshaber dieser alte Narr ist mir komplett verfallen. Wenn ich ihn bitten würde, dann würde er sich bestimmt sogar gegen den König wenden. Und was soll ich machen, falls ich dem überhaupt zustimme, meine ich? Nichts Besonderes, ich brauche nur 5 Todesemulsionen. Warum kannst du diese Emulsion nicht selbst erstellen? Warum brauchst du diese Emulsionen? Na, nee, das obere. Es ist nicht einfach, schwarze Alchemie zu praktizieren und das geheim zu halten. Ein solches Risiko kann ich nicht eingehen. Mein Ruf als Inquisitorin muss unbefleckt bleiben. Außerdem benötigt man dafür dunkles Hören. Zum Glück hat die Inquisition Gefangene. Die werden doch zusammen mit ihrem Hirn verbrannt. Außer wenn sie beim Fluchtversuch getötet werden, oder? Ja, diese armen Flüchtlinge. Brauchst du sie wirklich für dunkles Hirn? Nein, ich habe etwas viel Interessantes geplant. Ihre Flucht erlaubt es mir, mich in der Bergfeste einzuquartieren und alles Nötige für den nächsten Schritt vorzubereiten. Hat dir dein Freund Alarich nicht erzählt, dass ich es war, die ihm erzählte, wie er die Gefangenen befreien konnte? Ich verstehe nicht. Alles zu seiner Zeit, mein Liebster. Warum brauchst du diese Evolution? Die Emulsionen sollen die Leichen der Soldaten in der Bergfeste auf die Verwandlung vorbereiten. Welche Verwandlung? Es beginnt mit einer kleinen Injektion von Emulsionen, die als Heilmittel für Durchfall getan ist. Ein paar Wochen lang gibt es unsichtbare Mutationen, dann ein paar Stunden höchste Pein und dann gar nichts mehr. Ein stiller Tod. Oh, es gibt wieder Leichen für mich. Und dann belebe ich sie als gefügsame und beinahe unbesiegbare und tote Diener wieder. Weitaus mächtiger als gewöhnliche Zombies und beinahe geruchsneutral. Ghule gibt es nicht, das weißt du doch. Das stimmt, allerdings hat deine alte Freundin Kloto einen Weg gefunden, um die Phantasia wahr werden zu lassen. Sie hat ein Ritual für die Erweckung von Ghulen geschaffen. Ich habe eine Schriftrolle. Haben sie auch schon ein paar Mal benutzt. Die Ergebnisse haben meine Erwartungen weit übertroffen. Wofür brauchst du Ghule? Was zur Hölle hast du nur vor? Das klingt doch alles verrückt. Typisch, wenn die Leute etwas nicht verstehen, dann nennen sie es verrückt. Aber es ist noch zu früh, um alles zu erklären. Warte doch ein Weilchen und deine Neugierde wird gestillt. Lass mich raten, du hast die Monster geschickt, um mich zu töten? Und warum sollte ich sowas machen? Du warst es also. Dank deinem stinkenden Zauberspruch wusstest du die ganze Zeit über, wo ich war und was ich gemacht habe. Nicht schlecht, aber keine Sorge, das Aroma, das du so sehr hast, wird schon bald verflogen sein. Und es war deine Schuld, dass die Magie, die Alarich bei Kloto benutzt hat, nicht funktioniert hat. Hä? Ein paar Tropfen Jasminsaft und Alarich letzte Chance, den uralten Fluch aufzuhalten, ist verpufft. Gut geraten. Aber danke für deine unermüdliche Anstrengung. Es war recht amüsant, dich umsonst schuften zu sehen. Was ist, wenn ich mich weigere, diese Illusion herzustellen? Das wäre höchst unangenehm. Das würde keinen potenziellen Partner aus dir machen, sondern einen ungewollten Zeugen. Und dann wäre ich gezwungen, dich loszuwerden. Auf höchst unangenehme Art und Weise. Und dann würde ich das dunkle Hirn deiner Flüchtlingsfreunde benutzen, nachdem sie getötet wurden. Wie du siehst, bekomme ich so oder so, was ich will. Allerdings kannst du noch ein paar Leute retten. Es ist Zeit, dass du dich entscheidest, Werther. Meine Geduld schwingt und der Morgen naht. Die müssen labern müssen. Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß nicht, ich muss doch, glaube ich, irgendwie jemanden verraten, damit ich doch dann diese eine Errungenschaft, nicht Errungenschaft, die diesen Perk bekomme. So, das hat mit Gary zu tun. Jetzt sagt die Community, wie soll ich mich denn entscheiden? Helfen oder nicht helfen?
Deine Pläne sind furchtbar, ich werde dir nicht helfen. Sagt meine Frau. Lisa sagt auch zwei. Was sagt Fiana? Auch zwei. Ja, solche Spielverderber. Deine Pläne sind furchtbar, ich werde dir nicht helfen. Bist du dir sicher, weil du zu stolz bist, werden weitaus mehr Leute leiden, dich eingeschlossen. Moment der Wahrheit. Vielleicht hat sie recht und setzt sich trotz allem durch, aber vielleicht kann ich sie irgendwie daran hindern. Weigere mich auf meine Hilfe, kannst du nicht zählen. Eins oder zwei Community? Mann. Mann. Standhaft bleiben oder doch? Meine Frau sagt jetzt eins. Lisea sagt zwei und Fiana sagt eins. Also eins. Ich helfe dir. Wunderbar. Mir war heute ohnehin nicht nach Gewalt zumute. Denk dran, wir haben nicht viel Zeit. Der Oberbefehlshaber könnte jederzeit einen Angriff auf das Flüchtlingslager anordnen. Ich verstehe. Ich hoffe, dass du auch dies verstehst. Wenn irgendjemand von den Dingen, die ich dir erzählt habe, erfährt, dann wirst du dir wünschen, dass ich dich sofort getötet hätte. Wie soll ich dir die Emotion bringen? Sage das Codewort Vergeltung zur Wache der Bergfeste. Wenn ich meine 5 Emotionen bekomme, halte ich mich an unsere Abmachung. Ich werde den Oberbefehlshaber davon überzeugen, die Flüchtlinge in Ruhe zu lassen. Entschuldigung. Fühl dich tausendfach geküsst, mein Liebster. Du bist ein Schatz. Sie hat recht, wir haben wirklich nicht viel Zeit. Sollte damit beginnen, diese Emotion herzustellen. Welche andere Wahl habe ich schon? Sollte ich mit Allerich reden, aber ihr Zauber ist doch immer aktiv. Sie wird jedes Wort mit anhören. Andererseits wird sie nicht misstrauisch werden, wenn ich meine Worte mit Bedacht wähle. Oder ich könnte ihr Geheimnis einfach preisgeben und dem Oberbefehlshaber alles verraten. Könnte schwierig werden, er mag sie und wird mir bestimmt nicht glauben. Auch Kukul hasst sie, vielleicht kann er mir dabei helfen. Aber wenn ich mit Kukul rede, ist meine Absprache mit Beatrice geplatzt. Boah, ey. Was soll ich denn da jetzt gerade alles machen? Das ist ja eine kranke Scheiße. Erzähle ihm von Lady Beatrice. Kukul. Erzähle da. Mit dem anderen gar nicht? Die Todesemotionen, also sie taucht hier gar nicht auf, ne? Ne? So, erstmal mein Pastetchen. Danke. Jetzt wollte ich erstmal kurz abspeichern. Muss ich mir aber was Neues zum Einschenken. Einschenken? Etwas Neues zum Einschenken, ja. Das kratzt so im Hals, im Rachen. Von so viel vorlesen. Beim Normalreden habe ich nicht das Problem, aber beim Vorlesen. Keine Ahnung. Ah. Beim Bonbon rein. Dann läuft das wieder mit. So, dann werden wir doch mal. Wie egal, zum Flüchtlingslager. Oder nicht. Aber ich tue, was ich tun muss. Diese Bürde wird jeden Tag schwerer. Agumrat. Ich muss sehr vorsichtig sein, sonst wird Beatrice misstrauisch. Wie geht es dir, Meister Allerich? Ehrlich gesagt ging es schon mal besser. Was führt dich hierher? Brauche einen Ratschlag. Bitte stell dir vor, dass eine Gruppe von kleinen Schweinchen in einem Haus aus Ziegeln wohnt. Und eins dieser kleinen Schweinchen heißt Werther. Und es hat erfahren, dass ein großer böser Wolf auf dem Weg ist. Eine Flucht ist nicht möglich. Und der Wolf kann das Haus der kleinen Schweinchen nicht Schweinchen wegboosten. Er kann ein Haus aus Ziegeln wegboosten? Ja, er ist ein Schwarzmagier, der nur so tut, als sei er ein Wolf. Und das Schweinchen namens Werther hat nur zwei mögliche Auswege.
Und beide davon sind schlecht. Nimmt man das mit einem kleineren Übel? Er kann einen seiner Brüder aus dem Haus schubsen, in der Hoffnung, dass der Wolf ihn frisst und dann weggeht. Oder er kann gar nichts machen und warten, bis der Wolf das Haus weggeboostet hat und alle Schweinchen frisst. Ich verstehe, ich würde empfehlen, dass das kleine Schweinchen namens Werther nicht nach den Regeln des Wolfs spielt. Vielleicht hat auch der Wolf ein Haus, das man wegboosten kann. Ich verstehe, Meister Alarmich. Aber mit Goku kann ich ja noch gar nicht reden. Wie muss es hier Nacht sein? Er ist ein Nachtschattengewächs. Okay. Why not? Dingel, 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 dingel. Interessant, interessant. Was für eine Entwicklung. Ich dachte, wo wir jetzt das Flüchtlingslager jetzt fertig haben, ist es vorbei mit dem DLC, aber... Okay. Sag nur Jägerlose. Muss man hier so ein bisschen Fisch hier lassen, ey. Rüber mit dir. Wollte ich doch gar nicht hinwerfen. Dann rücken wir drinnen lassen. Langsam dunkel. Im Dunkeln ist gedunkel. Ja, ein Wesen, mein Chat. So, jetzt machen wir, dass es vernünftig dunkel ist. Oh, ja, hier fängt sogar schon wieder an zu regnen. Es ist ja fürchterlich hier. Die Burgfeste. Und hier ist er intelligent genug. Es wird schwierig sein, ihn zu überzeugen. Ich habe keine Beweise. Und selbst wenn ich versuche, ihm davon zu erzählen, platzt meine Abmachung mit Beatrice. Will die Abmachung? Egal. Soll ich machen? Meine Frau sagt ja. Ja, dann sagt auch ja. Ja, Alicia sagt auch ja. Oh Mann. Das ist für euch schon klar, in was für eine Scheiße ihr mich manches Mal schon reingeritten habt, ne? Oh cool, ich habe extrem wichtige Informationen für dich und den Oberbefehlshaber. Lady Beatrice plant, die Soldaten in der Bergfeste mit einer Todesimmunition zu infizieren. Danach will sie sie als Gule wiederbeleben. Warum sagst du nichts? Ich überlege, ob du besoffen oder einfach nur bescheuert bist. Nee. Mann, sie ist eine fiese Hexe, keine Frage. Aber Ghule? Man hättest du dir nichts Besseres ausdenken können? Es gibt keine Ghule. Ja, das sagen alle, aber ich lüge nicht. Ihr seid alle in großer Gefahr. Ja, lieber Dante, ist das gut, wenn man sich schon mal enthält? Ah, ja. Hör mal, ich habe keine Zeit für dumme Scherze. Wir bereiten uns auf die Schlacht vor. Und ich muss sicherstellen, dass der Boss nicht merkt, dass die Hälfte der Waffen verschwunden ist. Also kauf was oder zisch ab. Warte, es gibt einen Beweis. Beatrice besitzt eine Schriftrolle zum Erwecken von Ghulen. Wenn Kukul diese Schriftrolle sieht, wird er mir glauben. Ich muss noch einmal mit ihm reden. Der Deal mit Beatrice ist sowieso geplatzt. Die Schriftrolle der Ghoul-Erweckung zu stellen. Ghoul, in Beatrice Besitz befindest du eine Schriftrolle der Ghoul-Erweckung. Dann weißt du, ob ich die Wahrheit sage. Verstehe ich da richtig? Ich soll das Zeug der Inquisitoren durchsuchen, ja? Du Vollidiot, die werden mich vierteilen. Der Oberbefehlshaber wird dich beschützen. Mich beschützen? Dieser alte Idiot denkt doch,
nur an das eine, seine liebreizende Beatrice. Er würde lieber seine Soldaten ins Feuer schicken, statt sich mit ihr zu zanken. Wenn du mir nicht hilfst, dann mache ich das halt selbst. Rufe den Oberbefehlshaber. Du hast recht, vergiss alles, was ich gesagt habe. War nur ein Scherz. Nein, oben. Okay, aber mach dich bereit, vermöbelt zu werden, sobald du den Mund öffnest. No risk, no fun, ne? Hab ich dir nicht gesagt, dass du mich nicht stören sollst? Ich bin fast mit dem Text der zweiten Strophe fertig. Man hat ja lange gebraucht. Es wird nur einen Moment dauern und es ist höchst amüsant. Ich habe furchtbare Neuigkeiten über Lady Beatrice. Oh mein Gott, was ist mit dem armen Mädchen geschehen? Ich hoffe doch nicht, dass unser Rendezvous heute Abend nicht stattfinden wird. Sie ist böse, sie will all eure Leute umbringen und eine Ghoul-Armee auferstehen lassen. Bei dem Punkt würde ich dann auch ihm nicht mehr glauben. Wie ich schon sagte, es ist dämlich, aber höchst amüsant. Warte, wie hast du von ihren finsteren Plänen erfahren? Hä? Die hat sie mir selbst verraten. Sie wollte meine Hilfe und ich habe zugesagt. Aber dann habe ich mich entschieden, sie zu verraten. Sie zu verraten? Oh cool, hörst du das? Lass dich niemals mit Friedhofswärtern ein. Andernfalls verraten sie dich. Hahaha, Wärter, ich liebe deinen Sinn für Humor. Was für ein feiner Scherz. Das ist kein Scherz, das ist die Wahrheit. Bitte glaube mir doch. Hör mal zu, mein Junge. Als Dank für diese köstlichen Scherz bin ich gnädig und lasse dich gehen. Aber wenn mir noch einmal so etwas über meine liebste Beatrice zu Ohren kommt, dann lasse ich dich einsperren und zu Tode foltern. Kapiert? Ja, verstanden. Wow. Ach, ich hatte etwas Blutiges erwartet. Eines Tages wirst du herausfinden, wer recht hatte, Goku. Aber dann wird es schon zu spät sein. Sieht so aus, als müsse ich Theodor über den anstehenden Angriff warnen. Der jetzt gerade kuschelig in seinem Bett liegt und nicht dafür ansprechbar ist. Wer hätte das gedacht? Ich muss mal gucken, wie mein Schnaps läuft unten. Läuft nämlich gerade gar nicht. Wird die wieder Wasser? Okay, Wasser ist da. Ich glaube, das ist der Weizen, wa? Ja, ist der Weizen. Dieses Kuchen redet selten. ging um den Arena-Kampf. Bringst du meinen Hund um? Das ist aber schuld, Schatz. Da bringt mich meine Schwiegermutter auch noch um. Du wusstest doch, dass das Knoblauchhack vergiftet ist. So, erstmal Glückwunsch, ne? Alisea, dass du gewonnen hast. Bringst du mich auch noch kaltblütig um? Peter Falder, wer hätte das gedacht? Du warst heute sehr mordlüstern. Hast du heute Morgen nicht gleich deinen Kaffee bekommen? Will ich ihm wieder das Haut stecken bei der Autofahrt. Geht's, Schatz? Sehr schön. Vision des Todes kann ich hier herstellen. Todeslösung und Wasser gebraucht. Sieht
aber auch nirgendwo, wie viel ich davon jetzt. Ich weiß zwar 5 Stück, ne? Ja, wie gesagt, Beatrice taucht hier. Also Lady Beatrice steht da zwar, aber sie taucht gar nicht hier auf. Bin ich gerade schon übel. Würde glatt so ein Hinweis sein, dass man das so machen muss. Tut mir leid, Marquis. Mehr kann ich nicht für dich tun. Bohora trägt, die Dorfbewohner wären nicht in Gefahr. Das Dorf wird doch durch die uralte Abmachung geschützt. Bitte nimm doch wenigstens ein paar von uns auf. Du überschätzt die Macht der Abmachung. Wenn die Inquisition davon erfahren würde, dass ihr euch im Dorf niedergelassen habt, wäre die Abmachung... Werther, da bist du ja wieder. Bitte sag mir, dass du gute Nachrichten hast. Das würde ich ja gerne, aber ich fürchte, der Angriff steht unmittelbar bevor, Marquis. Du und deine Leute, ihr müsst fliehen. Und zwar so bald wie möglich. Fliehen? Aber wohin? Wir sind zwischen der Stadt und der Bergfeste gefangen. Der einzige Weg führt durch die Sümpfe. Aber niemand, der versucht hat, die Sümpfe zu durchqueren, ist je zurückgekehrt. Warte mal, ich habe eine Idee. Werther, ich werde deine Hilfe brauchen. Komm morgen zu mir. Doch, der war sehr gut, aber ich musste ein halbes Brötchen aufessen. Nur ein halbes? Ich glaube, ich muss nochmal mit Helga reden. Kann ich nicht jetzt auch so... bis morgen warten. Günther hat sich dazu genötigt. Beste Mann. Beste Mann ever. Hier vor hinter Günther. Hier noch Wackelpudding drin. Also ich weiß, dass es hier drin war, Fiana. Ne? Weil ich gerade hier in der Nähe war. Ich weiß, woran das liegt. Günther sei sich die Haare so geschnitten, wo er jetzt weitaus jünger ist, ne? Ja, wieder so. Ich sag doch, Günther, bester Mann. Ganz böser Blick, das Brötchen war so groß. Wisst ihr? Meine Schwiegermutter macht aus so einer Größe so einen Berg. Hab wie gesagt da vorhin auch nochmal nachgeschaut, aber ich vermute, ich habe die Schüssel da wohl irgendwann schon mal herausgeholt. Musst du das irgendwo anders hingepackt haben. Darfst du so wie ich deine ganzen Truhen zu durchgehen? Ich kenne das. Das ist so ärgerlich. War ja auch fast so. Ja, ja. Ja, ja. Ich auch sagen. Ich finde, ja, klar. Wiederfinden wirst du sie. Frage ist nur was. So. Schlafen gehen? Schlafe, mein Pupsbär. Schlafe tief und fest. Wurz in die Matratze. Dann sind wir alle froh. Ich fühle mich so erfrischt. Ah. Muss ja bis nächsten Tag warten, ne? Um, tschakalaka, laka, um. Ja, Zeit. Es regnet. Die Sonne geht auf. Eigentlich ausreichend.